Ja, liebe Smokehouse-Fans, ich bin bei 10 Beers heute, rauche hier eine gemütliche Pfeife, deswegen auch Frontmodus. Ich rauche gerade Erics Spezialmix, und zwar gibt es den Guave und den, schlag mich tot, Peach, Cashmere Peach und Guave, richtig geiler Mix, richtig geile Sache. Ich habe mir gerade auch erklären lassen, wie man hier alles in Tangiers sauber packt. Wahnsinnssache, da muss man echt Ahnung haben, dass man hier eine saubere Bowl hinbekommt. Und es ist auch überhaupt nicht so, wie ich in den Reviews gelernt habe. Ich werde auch da dazu noch mal ein Review machen, wie es mir hier gelernt worden ist. Ich muss sagen, richtig, richtig geil. Ich zeige euch mal einmal die Bowl. Das Ganze ist relativ im Overpacking-Setup, wenn ich das so beurteilen kann. Es wurde mir auch erklärt, wie es ganz genau geht, also dass man eben noch so einen kleinen Abstand zwischen Tabak und der Alufolie lassen muss, etc. pipapo, wie man sauber locht. Richtig geil, also muss echt sagen, großes Lob an die Jungs hier von Tangiers. Auch das Lager ist sehr untypisch, wie man das so in Deutschland kennt. Hier ist alles deutlich familiärer. Ich habe dann auch gefragt, wie viele Leute hier arbeiten zum Beispiel. Die einzige Antwort, die da kam, war dann, dass hier Freunde sind. Also es gibt hier keine genaue Anzahl an Arbeitern, sondern die Leute, die hier da sind, die arbeiten sozusagen. Ganz geile Sache. Und ja, er hat hier eine riesen Lounge für die Leute, die vorbeikommen wollen zum Rauchen. Richtig coole Sache. Und ich bin echt mit einer wahnsinnigen Freundlichkeit hier aufgenommen worden. Richtig coole Sache. Vom Rauch her wahnsinnig intensiv. Mir wurde gesagt, so 16 Stunden kann man in der Large Funnel Bowl hier rauchen. Das werden wir dann mal zu Hause ausprobieren. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.